Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Saarland nach Paris. Hallo lieber Martin, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst heute Abend. Hallo, danke, dass ich da sein darf, liebe Irmgard. Guten Abend an alle, die zuschauen. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend an euch. Und schickt uns doch gerne mal Daumen hoch oder Herzlein oder schreibt uns ein Ja ins Kommentarfeld, damit wir auch wissen, dass wir gut zu sehen und zu hören sind. Es gibt ja immer ein bisschen eine Verzögerung bei der Übertragung auf Facebook. Deshalb, ich aktualisiere mal die Seite hier. Schreibt uns doch auch gerne mal rein. Ich habe ja eben gesagt, aus dem Saarland nach Paris hier in Facebook rein, wo ihr herkommt, von wo ihr zugeschaltet seid. Weil in der Richtung ist das ja schon immer ganz spannend und so ein Segen, was man heute im Internet alles machen kann und dank Facebook eben auch Menschen erreichen kann. Die Evelyn ist schon mit dabei, die Irmgard ist mit dabei, die Hilke ist mit dabei. Sehr, sehr schön. Die Margit ist mit dabei. Ihr Lieben, wunderschönen guten Abend. So schön, dass ihr dabei seid. Ja. Funktioniert alles bestens mit der Übertragung. Sehr, sehr schön. Heute Abend geht es um dieses spannende Thema. Raus aus dem Burnout, rein in die Lebensfreude, rein ins Herzensbusiness. Und wir werden darüber sprechen. Martin wird aus dem Nähkästchen plaudern, wie er sich inzwischen zu einem glücklichen, strahlenden Familienpapa, zum Strahlemann entwickelt hat, kann man sagen. Ne? Glücklicher und aufmerksamer ist und viel, viel positiver durchs Leben geht. Und Martin, was mich an dir so begeistert, ist, dass du wirklich einen absolut unerschütterlichen Glauben an dich selbst erweckt hast. Sehr, sehr schön, dass du dabei bist. Dann starten wir mal, lieber Martin. Und ja, lass uns mal ganz am Anfang starten. Wie bist du überhaupt auf mich aufmerksam geworden? Weißt du das noch? Ja, ist schon eine Zeit lang her, aber ich kann mich noch so ganz vage dran erinnern. Es war Mitte letzten Jahres. Mhm. Da hatte ich, war ich bei einem Online-Seminar, habe ich teilgenommen und da warst du auch, glaube ich, auch dabei, zusammen mit deiner Partner oder deinem Kollegen Dr. Gonser, Zahnärztin und dann haben wir, glaube ich, schon mal so einen Austausch gehabt in Sachen selbstgemachte Zahnpasta oder irgendwie sowas, weil ich eben auch dann schon in diese Naturheilkunde oder in die natürliche Phase gekommen bin, aufgrund meiner Beschwerden in Sachen Depressionen und ein bisschen so mentales Tief und über eben mein Wunsch oder mein Drang, da irgendwie mich selbst zu heilen, dann habe ich eben versucht, andere Wege einzuschlagen als die schulmedizinischen. Und ja, dann hattest du meine E-Mail-Adresse und irgendwann kam dann die Einladung zum Erstgespräch und das verlief soweit positiv, dass ich mir gesagt habe, versuchen wir es mal. Ja, sehr schön. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Deine kleine Tochter war zeitweise auch im Gespräch noch mit dabei. Ne? Ja. Genau. Und hat noch gelauscht. Und wie ging es dir damals, Martin? Dein Körper hat ja schon nicht nur über die Zähne, sondern auch andere körperliche Symptome geschickt und wollte dich da wachrütteln. Hey, lieber Martin, du bist auf dem Holzweg. Ändere doch da ein bisschen was in deinem Leben. Und du hast mir auch gesagt, du hast immer so eine innere Leere in dir gespürt, so einen inneren Unfrieden. Da hat schon lange, längere Zeit in dir was rumort. Ja, auf jeden Fall. Und zwar eigentlich schon seit Jahren. Das, was ich immer dachte, dass es einfach nur aufgrund von Schlafmangel kommt, mag auch daran gelegen haben. Aber es war einfach so, dass ich keine Ahnung hatte, was sie bedeuten und wo sie herkommen, weil mir kein Arzt eben gesagt hat, was sagen konnte, an was es liegt. Mhm. Die Ergebnisse waren eigentlich immer gut und mein Job war seit einer Zeit lang nicht mehr der, den ich mal früher hatte oder den ich doch relativ gern gemocht hatte, weil es dann irgendwie
Dann wurde ich in eine höhere Position befördert, in dem ich mich dann doch nicht so wohl gefühlt habe. Und das Aufstehen wurde jeden Tag eigentlich schwieriger, auch teilweise verbunden mit Krämpfen und wie gesagt, der Schlafmangel, die Schlafstörungen, die gab es über längere Zeit lang. Da hatte ich auch Angstzustände, dass ich einfach mal mein Herz angefangen hat zu hämmern und ich keinen Ausweg mehr wusste, außer irgendwelche Beruhigungsmittel zu nehmen, die ich zwar nur mal kurzzeitig versucht habe, aber es war einfach irgendwie so ein Stau von allem möglichen Negativen, dass ich über die Zeit lang, über viele Jahre oder längere Monate zum Beispiel angesammelt hat, aus persönlicher, aber auch aus beruflicher Sicht. Mein Opa ist dann noch gestorben, 2015, Mitte 2015, mit der eigentlich so mein Hauptansprechpartner war in Sachen mentalen Problemen. Und es war so mehr so mein Seelenverwandter, würde ich mal sagen. Und wenn die Bezugsperson dann gefehlt hat, das war dann doch ein ziemlicher Schlag. Ob der auch nicht irgendwie durch jemanden ersetzt werden, sei es von Freundeskreisseite oder auch von der Familie. So ging das halt das Ganze dann bergab. Und irgendwann war der Zeitpunkt dann da, wo ich gesagt habe, es geht halt nicht weiter, aber weil ich eben doch einen großen Dickschädel habe und mich dann auch von anderen Leuten sagen hat lassen, ja, es muss einfach weitergehen, du musst da jetzt da durch und es geht schon wieder anders, aber ich habe mir dann auch keine Zeit gelassen, an mich reinzuhören und zu sagen, jetzt stopp, es muss sich was ändern. Aus beruflicher Sicht habe ich mich dann irgendwie überwältigen lassen von den vielen Vorteilen, auch vom finanziellen her, da weiterzumachen, wo ich war, obwohl es mir eigentlich nicht gut getan hat. Und ich hatte eben, ja, ich hatte alles von Sodbrennen bis starke Sehprobleme und ich war einfach immer müde und hatte keine Energie. Ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten und es lief einfach alles irgendwie bergab. Und so weit, dass ich dann eigentlich gar nicht mehr im Job irgendwie ja, performen oder meine Leistung bringen konnte, die von mir erwartet wurde. Und dann haben aufgrund auch einer Umstrukturierung haben sie dann festgestellt, dass ich doch gar nicht mehr geeignet bin für meine Position und wollten mich dann degradieren, aber dann war es so weit, dass ich einfach körperlich nicht mehr konnte und habe mich dann krank schreiben lassen und dann nach ein paar Monaten später habe ich mich dann mit meinem Arbeitgeber darauf geeinigt, dass sich unsere Wege trennen. Und um diese Zeit dann zu überbrücken und auch dem ganzen Schulmedizinischen irgendwie entgegenzuwirken oder das Ganze zu unterstützen, habe ich dann eben jemanden gesucht, der mich mal an die Hand nimmt und mich da wieder rausholt aus dem Loch. Und auch eben diese seelische Wunde, die sich da, oder eigentlich mehr, das ist keine Wunde, kann man nicht sagen, sondern eher so eine Art Graben, der sich da aufgemacht hat, den wieder irgendwie zu schließen oder zumindest zu überbrücken. Ja, du warst wie viele ja auch in so dieser klassischen Falle drin, der Familie gerecht zu werden, deinem Job gerecht zu werden und gleichzeitig zu spüren, das ist alles eigentlich gar nicht mehr so mein Ding. Aber man weiß ja dann keinen Ausweg. Man hat uns ja nicht beigebracht, auf unser Herz zu lauschen. Die Seele fängt dann an, Signale zu schicken, wie das bei dir ja der Fall war, wie das bei mir ja früher auch zuhauf der Fall war mit Disharmonien und Krankheitssymptomen. Und dann denkt man, irgendwas läuft hier schief, aber wie kann ich das ändern, ne? Und das war so der Zeitpunkt, wo du zu mir gekommen bist. Und wir da die erste Zeit mental ganz viel gearbeitet haben, ne? Dass du dich da von vielen Dingen einfach mal befreien konntest. Du hast ja eben gesagt, du bist ja schon eine Weile hier auch bei mir im Programm. Und ich glaube, das ist ja auch entgegengekommen, dass wir da nicht einen Zeitrahmen gesetzt haben. In 6 Monaten musst du durch sein auf Biegen und Brechen, sondern dass wir genau in deinen Schritten, in deinem Tempo jetzt hier vorgegangen sind und ja auch noch weiter vorgehen. Ja, genau. Also es war eine Riesenbaustelle oder ja, ist es teilweise auch noch, weil man darf ja immer wieder mal zurückkommen an die oder zurückkehren an das Fundament
Ich glaube, das Hegen und Pflegen von meinem seelischen Zustand ist ja, glaube ich, was Wichtiges, was ich ständig mache, auch mit gewissen Routinen, die ich bei dir gelernt habe mittlerweile. Und eben auf den Körper zu hören. Und wenn es halt mal nicht so läuft oder wenn ich mal nicht in der Stimmung bin und in der körperlichen Verfassung, dass ich mir dann auch eine Auszeit gönne und dann eben wieder gestärkt aus dieser Kraft und Energie raus, dann weiterarbeite. Und das ist auf jeden Fall was mir sehr entgegenkommt. Ja, und wie gesagt, die Baustelle war groß. Ich habe das eben über Jahre lang verlernt, auf mich zu hören oder auf mein Herz zu hören und auf mein Bauchgefühl und da wieder hinzukommen aus diesem maschinellen Dasein in mehr in menschliches und fröhliches Tag für Tag Leben und rauskommen aus dem Plan, was aus dem Planen und Vorprogrammieren, was auch Teil von meinem Job war. Das war doch ein großer Aufwand. Aber es hat sich gelohnt. Also gerade Jungs und dann im späteren die erwachsenen Männer wie du, den bringt man ja erst recht bei, so nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also sich da erstmal zu erlauben, Gefühle zuzulassen und so an sein tiefes Inneres zu kommen. Allein das ist ja schon ein Prozess, der für dich dann auch sehr wertvoll war, dass wir den gegangen sind und du dich natürlich auch darauf eingelassen hast, diesen zu gehen, ne? Ja, das war definitiv eine super Entscheidung. Besonders auch, weil ich immer eigentlich so einen guten Kontakt hatte mit meiner weiblichen Seite und die eben die Unterdrückung, glaube ich, auch ein ziemlich ein großes Manko war oder ein großes Hindernis, das zu überwinden, dass ich mich auch für diesen Teil oder für diesen ja den Teil von mir öffne und ihn anerkenne. Ich vergleiche das auch immer gerne mit so einer Zwiebel, um da an den Kern ranzukommen. Da darf man ganz viele Schalen einfach abmachen und da geht man eine ganz leicht ab, dann gehen mal zwei ein bisschen schwieriger ab, dann darf man mal wieder durchatmen, ne? Sodass einfach die Heilung geschieht, die zum höchsten aller Wohle zum jetzigen Zeitpunkt einfach auch dran ist. Und das braucht manchmal einfach ein bisschen Zeit, statt mit dem, wie nennt man das, Brecheisen da durchzugehen. Das bringt dann nicht die Standfestigkeit einfach. Ich glaube, das ist mit das, warum du heute so standfest da stehst und einen unerschütterlichen Glauben auch an dich entwickelt hast. Ne? Ja, das Du warst stimmt. ja dann auch mit auf Bali dabei. Magst du da noch was mit unseren Teilnehmern hier teilen? Weil ich werde Ja. immer wieder gefragt, was passiert denn da genau auf Bali? Und das ist so schwer in Worte zu fassen. Ich sage immer, es geschieht schon Heilung, wenn man nur einfach dort ist. Aber vielleicht findest du mal ein paar Worte. Ja, gerne. Es war eine super Zeit, eine super Entscheidung, da mitzufahren, obwohl ich anfangs eigentlich immer ehrlich gesagt abgeneigt war, nach Bali zu fahren, weil mir das zu touristisch war. Aber dadurch, dass das Resort, wo du das Seminar organisiert hast, abgelegen ist und in einem ruhigen, sehr, sehr schönen und entspannenden Ort, weit weg von dem großen Trubel, war das doch eine ganz andere Erfahrung, als ich erwartet hatte. Also die Erwartungshaltung war relativ positiv, würde ich sagen, weil ich wusste, dass was anderes auf mich zukommt, als meine Vorurteil war, anfangs noch. Aber wie ich dann einmal dort war, das war einfach allein schon im Resort anzukommen und der nette Empfang und die super Stimmung dort und das Ambiente und die vielen Blumen und das Wasser, die Springbrunnen und diese relaxte, ja, dieses Wohlfühlgefühl, das man von Anfang an hatte, das war schon die Reise alleine wert. Ganz zu schweigen dann, was mich dann im Seminar direkt erwartet hat. Ja, den Brief habe ich noch vergessen, der mir dann in meinem Zimmer, ja, auf mein, in dem Zimmer auf mich gewartet Ach hat. ja, stimmt. Das war allein schon super, dieses persönliche, ja, dieser Empfang einfach und dieses herzliche, dieses kümmert, das, was man, dass man, dass man gemerkt hat von Anfang an, dass sich jemand um einen kümmert und dass man eigentlich schon dass man eigentlich mit dem Gedanken schon in das Seminar geht, dass es eigentlich nur erfolgreich sein kann.
Und was dann im Seminar natürlich passiert ist, das war noch was ganzes anderes. Ich dachte eigentlich anfangs schon, weil ich ja schon weiter war mit dem Programm und in der Akademie und weiter und eigentlich dachte, dass ich eigentlich schon geheilt bin, war das dann doch nochmal ein ganz anderes Level, was ich dann danach erreicht habe, eben aufgrund der vielen super Übungen und Meditationen speziell und die Erfahrungen, die wir dann gemacht haben im Wasserfall dann alle gemeinsam zusammen, der Weg dahin und dann das Erlebnis darunter und dieses metaphorische oder was wir dann vorher schon darüber gesprochen haben, dieses Reinigen und was dann nochmal vor Ort war an der Erfahrung, wenn man darüber nachdenkt, dass man jetzt wirklich von allen Problemen und Sorgen befreit ist über die Kraft vom Wasser. Das war super. Die Leute, die Teilnehmer waren auch alle toll und dass wir uns da gleich da irgendwie gefunden haben und unsere Seelen sich berührt haben mit den Übungen, mit dem voreinander stehen und sich in die Augen zu schauen und dann zu sehen, dass jeder für jeden da ist und dass man sich eigentlich schon vorher irgendwie kannte, das war toll und da ja einfach über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ich öffne mich den anderen und bin da ganz ehrlich zu mir selbst erstmal und dann auch zu den anderen Teilnehmern und dass jeder das so schön und fröhlich und auch irgendwie, wie soll ich sagen, ja, dass das so eine, diese Offenheit einfach da war, sich um den einen und den anderen zu kümmern und auch diese Gemeinschaft, das war sehr wohltuend und hat sich dann auch, glaube ich, auch auf dich dann positiv ausgeübt und dich inspiriert, weil das ja doch immer wieder tolle, spontane Ideen von dir, von deiner Seite kamen. Jeden Tag war was anderes an Übungen, was wir gemacht haben. Auch der Ausflug mit den Delfinen und während einem super Sonnenaufgang, obwohl es wolkig war, aber es war trotzdem ein super Erlebnis, dann mit den Fischerbooten da rauszufahren aufs Meer, und dann die Delfine zu erleben, wie sie sich ja praktisch gefreut haben, dass wir sie besuchen kommen. Das war alles super, alles inspirierend und ja, alles war eigentlich perfekt und besser, als man sich vorstellen kann und ausmalen kann. Und ja, die Krönung war dann irgendwie dann noch diese Wanderung auf den Vulkan. Auch nochmal beim Sonnenaufgang und eben auch auf sich zu überwinden und zu sagen, ich stehe um 4 Uhr in der Früh auf und gehe dann den steilen und anstrengenden Weg hinauf, um an mein Ziel zu kommen und ja. Als Sieger oben anzukommen, ne? Ja, genau. Das macht ja ganz viel mit einem sowas. Das sind ja unvergessliche Erlebnisse. Ja, das war wunderschön und dann auch das zusammen mit vielen Teilnehmern, wenn man sich dann schon über die Tage ausgetauscht hat und sich dann auch gegenseitig untereinander unterstützt hat und ein gegenseitiges Verständnis hatte, wenn der eine mal nicht so schnell gehen konnte, und einfach dieses Kollektivdenken da war diese Verbundenheit, wenn man damit hochgegangen ist, jeder hat den Schmerz praktisch mit dem anderen geteilt und das auch im wahrsten Sinne des Wortes auch das Gewicht, weil man dann ja, das Wasser richtig geteilt hat oder das Essen und auch das Gewicht von den Rucksäcken hat man, das war einfach rundum ein gelungener Ausflug in eine Aktion. Ja, man hat da so ansatzweise auch mal gespürt, was es heißt, so eine kollektive, bedingungslose Verbundenheit zu spüren. So kann man es auch ausdrücken, ne? Es gab kein Konkurrenzdenken oder irgend. Es war wirklich ein wunderbares Miteinander, was einfach diese Energie dort in dem Ressort auch ausmacht. Und dort hast du nicht nur noch ganz viele Themen losgelassen, sondern es war auch noch mit ein wichtiger Aspekt für dich, um noch mehr Klarheit zu bekommen für dein Herzensbusiness. Ne? Richtig? Ja, genau. Das haben wir ja vorher schon, glaube ich, oder während des Bali-Aufenthalts haben wir darüber gesprochen und sind wir, oder ich bin mir darüber schlüssig ja, einig mit mir selbst geworden, wo mein Herzensbusiness oder mein Seelenplan mich hinführt in Zukunft und wo ich Erfolg haben darf. Und
Das war klar in Sachen interkulturelle Partnerschaften. Und weil ich eben schon über, ja, 15 Jahre lebe ich mittlerweile mit meiner Frau zusammen, die französisch-karibische Wurzeln hat, und bin auch schon seit über mittlerweile 10 Jahren oder knapp 11 Jahre bin ich nein, 12 Jahre sind es eigentlich genau, bin ich in Paris unterwegs, beruflich. Und ja, da hat man einfach so viele Überschneidungen oder Treffen mit anderen Leuten aus anderen Kulturen und anderen Ländern, dass ich das Wissen, was ich und die Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich mir da angeeignet haben konnte, dass ich die einfach weitergeben will und auch werde, weil ich da glaube ich, da gibt es noch viele, ja, da gibt's noch, da gibt's, da fehlt noch einiges an Informationen in der heutigen Gesellschaft, dass man einfach dem anderen gegenüber mit einer gewissen Achtung und einem Respekt gegenübersteht und auch eine gewisse Kenntnis, weil jeder, oder speziell im beruflichen und auch im partnerschaftlichen, wird man einfach, oder im persönlichen Umfeld trifft man auf Leute, die man eigentlich denkt zu kennen oder vielleicht noch gar nicht kennt, aber wenn man dann schon eine gewisse Erfahrung oder Informationen vermittelt bekommt, die einem helfen, den anderen besser zu verstehen, dann glaube ich, ist es sehr hilfreich und macht das Leben um einiges leichter. Absolut, das ist ja eine richtige Nische, die du da letzten Endes entdeckt hast mit deinem Herzenthema, ne? Und es gibt eine Facebook-Gruppe. Ja, es Magst du gibt. da noch was zu uns sagen zur Ja, es. Facebook-Gruppe? Gerne, ja. Es gibt bereits eine Facebook-Gruppe, die habe ich vor kurzem aufgemacht, die heißt Erfülle dir deine interkulturelle Traumpartnerschaft. Und da geht es eben darum, dass ich über meine Erfahrungen berichte und auch anhand von diversen Tipps und Übungen den Leuten näher bringe, wie man sich selbst erstmal besser kennenlernt, weil ich meiner Ansicht nach ist die Basis, dass man eben erstmal ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt und sich nicht nur selbst als Person, sondern auch seine eigene Kultur besser kennenlernt oder besser kennt. Und indem man diesen Schritt macht, kann man dann auch aufbauend darauf besser die anderen Kulturen oder auf die anderen Kulturen sich dann einlassen und mit denen besser zusammenleben oder zu arbeiten. Und da habe ich eben so einen Schritt, ein paar mehrere Schrittprogramme entwickelt, mit dem ich dann diejenigen, die Interesse haben, da mit an die Hand nehme und sie dann dabei begleite, eben diese Traumpartnerschaft oder dieses Bewusstsein anzueignen und dann erfolgreich ihr Leben im interkulturellen Umfeld zu leben. Also diejenigen, die in einer Interkultur, hier ist eine Fliege, die auch sich total für dieses Thema interessiert. Für diejenigen, die in einer interkulturellen Partnerschaft sind und da ja wissen, wovon du redest, weil es die ein oder andere Herausforderung da einfach gibt, die sind herzlich eingeladen, da in deine Gruppe zu kommen, ne? Da bist du der Fachmann, der Experte zu und kannst da aus dem Nähkästchen plaudern und da wirklich weiterhelfen, ne? Ich würde mal noch gerne ganz kurz darauf eingehen, weil das für dich, glaube ich, so etwas Besonderes war, wie wir deinen Seelenplan auch entdeckt haben und daraus dein Herzensbusiness, deinen Seelenberuf, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, kreiert haben, weil wir haben da ganz genau deine Lebensstory auch angeschaut, ne? Also du hast ja nicht irgendetwas überlegt, was könnte ich machen, wo liegt mein Faible, weil mit den Überlegungen kann ich mich gut daran erinnern, warst du vorher schon unterwegs. Und da durfte ich dich auch ein bisschen in eine andere Richtung lenken, dass wir wirklich mal ganz genau hinschauen, was dein Ding ist, was dich ausmacht und alles andere damit reinpacken. Magst du da noch was teilen? Ja, herzlich gerne. Und es ging einfach, die Lebensstory war eine super Übung, die Teil von deinem Programm ist. Da durfte ich einfach mal sehen, in 10 Jahresschritten, was so meine positiven und negativen Erinnerungen und so, ja, Erfahrungen waren. Und dann eben anhand dieses roten Fadens, der sich dann über die Jahre entlang zieht,
festzustellen, wo meine Berufung liegt. Und dadurch, dass ich eigentlich immer, also eigentlich schon immer als kleines Kind auch schon immer Kontakt hatte mit anderen, mit Menschen aus anderen Kulturen oder Freunde eigentlich aus jedem, verschiedenen Nationalitäten hatte und immer eigentlich einen Umgang, der ist mir sehr, sehr leicht gefallen, mich auf Fremde und unter Anführungsstrichen einzulassen, hat es doch klar in die Richtung, ist es klar in die Richtung gegangen, dass ich da irgendwas das machen will und speziell auch, dass ich halt immer dass ich eigentlich immer schon so eine, ja, so ein, ja, so einen inneren Stimme mir immer gesagt hat, ich soll denen doch helfen, denen es jetzt nicht so gut geht oder die vielleicht so ein bisschen verloren sind. Und für mich waren halt oft auch in der Schule diejenigen, die deutsche Sprache vielleicht nicht so gut beherrscht haben, dann noch immer die Schwächeren, um die ich mich dann auch gekümmert habe. Oder generell auch neue Klassenkameraden, die aus einer anderen Schule kamen oder wie auch immer. Also so die Hilfestellung generell war immer sowas, was ich gerne machen wollte oder was ich mich mal natürlich irgendwie hingezogen habe, gefühlt habe, dass ich diejenigen, die jetzt irgendwie sozial vielleicht ein bisschen benachteiligt sind, dass ich denen unter die Arme greife und an die Hände nehme und sie wieder irgendwie, ja, integriere sozusagen. Ja. Das Leben erleichtere, indem ich zumindest für sie da bin. Und wenn ich hatte damals immer, ich hatte immer einen guten, großen Freundeskreis und dann sind halt irgendwann mal meine Freunde auch deren Freunde geworden. Und generell war es einfach so, dass ich wollte immer was machen in meinem Leben, was irgendwie Sinn macht und mein Beruf, den ich dann gewählt habe und auch mein Studium, hat sich zwar teilweise ab und zu oder zu dem Zeitpunkt, wie ich es gewählt habe, sinnvoll angefühlt, aber es war dann nie irgendwie so die Herzensaufgabe, die ich darin gesehen habe. Es ging immer irgendwie zurück zum Sozialen und dann auch irgendwie auch in Verbindung mit der Natur, weil ich denke, wenn man das irgendwie unter ein Dach bekommt, dann macht es auf jeden Fall glücklicher. Wenn man sich wieder zurückbegibt, so ein bisschen in die Natur und eben auch schaut, dass seine sozialen Bindungen alle in Ordnung sind. Wie fühlt sich denn das für dich jetzt an, Martin, sich so von der Armut im Hinblick aus Arm an Mut wegentwickelt zu haben, sein Herzensding entwickelt zu haben und jetzt da durchzustarten, sich wirklich zu trauen, sein Herzensding zu machen und aufzuhören zu funktionieren in einem Job, der einen nicht erfüllt, der einem viel Energie kostet und dann letzten Endes ja auch zu Disharmonien führt. Wie fühlt sich das jetzt an, so das eigene Ding gefunden zu haben, Martin? Ja, es ist fantastisch. Also es ist ein super geniales Gefühl eigentlich, dass man weiß, dass man was für sich und nur für sich ausgewählt hat und dass man auch erfolgreich sein wird, weil man eben die Unterstützung bekommt von deiner Seite und auch von den anderen Akademikerinnen, die in deinem Programm sind. Da ist so eine gute Zusammenarbeit und so eine super Bindung da, dass man eben, ja, man kann eigentlich nur erfolgreich sein. Das ist ein super Gefühl und das Selbstvertrauen ist, wie gesagt, ist da jetzt und der Mut, der ja auch eigentlich immer gefehlt hat. Ich war immer so eine Art Mitläufer und habe mich immer den anderen angepasst, weil ich eben nicht irgendwie negativ auffallen wollte, indem ich was gemacht habe, was sich für mich gut anfühlt. Und die Anerkennung habe ich dann eben jetzt bekommen, indem ich erzählt habe, auch den Leuten, die immer an mir gezweifelt haben oder mich belächelt haben und gesagt haben, ja, du kannst zwar was, aber du wirst nie irgendwie gut werden, dann beweise ich jetzt das Gegenteil, indem ich sage, jetzt werde ich selbstständig und mache mich halt, arbeite an einem Thema, das bis jetzt oder an sich vielleicht kaum jemand dran gewagt hat. Und
Ja, das ist so ein bisschen, ich springe da wieder aus über meinen Schatten und es fühlt sich einfach super an, da was Neues zu entwickeln. Das tut gut, ne? Das tut einfach nur gut. Und auch wenn man dann sieht, dass so nach und nach diejenigen, die einen kennen, die dann auch immer gezweifelt haben, dass die dann auch so langsam neugierig werden und sagen, hey, was machst du denn da? Darf ich denn auch in deine Gruppe rein? Ne? Man ist ja auch als Frau eingeladen, zu dir in die Gruppe zu kommen, ne? Oder beschränkst du dich nur auf Männer? Nee, es darf jeder, der Interesse hat, darf kommen, egal ob Mann oder Frau, kann sich herzlich einladen oder kann der Gruppe beitreten. Und ja, ich freue mich auf jeden, der Interesse hat, weil es eben, glaube ich, sehr sinnvoll ist, dass man an seinem interkulturellen Bewusstsein arbeitet. Und da, wie gesagt, es macht die Sache so viel leichter, indem man zumindest ein bisschen was von anderen weiß und dann schon mit einer gewissen Grundausbildung auf sich irgendwelche Beziehungen oder auf Beziehungen einlässt. Sehr schön, sehr schön. Unsere Zusammenarbeit ist ja noch nicht beendet. Es geht ja jetzt noch weiter, ne? Wir setzen ja da noch einiges obendrauf. Und du hast ja jetzt schon ganz viel mit uns geteilt. Was sind denn so im Prinzip zusammengefasst so deine drei Perlen aus unserer bisherigen Zusammenarbeit? So in drei kurzen Sätzen. So nach dem Motto, ein Mann, ein Wort. Und dann schauen wir mal gleich noch, ihr Lieben, das wäre dann jetzt so der Zeitpunkt, wenn ihr noch Fragen habt. Die Übertragung hier auf Facebook, das ist immer mit einer Verzögerung. Dann schaue ich anschließend auch gerne noch ins Kommentarfeld rein, ob ich so ad hoc noch ein paar Fragen finde und dann gehen wir da auch noch drauf ein. Martin, deine drei Perlen. Ja, also erstens, wir haben uns ja auch viel mit Glaubenssätzen beschäftigt und einer von meinen negativen Glaubenssätzen war immer so, ich bin nicht gut genug und ich werde ja schwierig an mein Ziel kommen, weil ich es mir zu hoch gesetzt habe vielleicht, aber mittlerweile habe ich eben dieses Selbstbewusstsein und dieses Vertrauen, dass ich sagen kann, nichts ist unmöglich. Genau, sehr gut. Die erste würde ich alle sagen und die zweite ist, ich bin gut genug oder ich genüge. Und die dritte, was soll ich die dritte sagen? Ja, ich bin im Urvertrauen und ich hab eben diese schöpferische Kraft, mir meine Realität so zu kreieren, wie ich es mir gerne hätte. Und so ganz nach Pippi Langstrumpf ein bisschen. Genau. Auch eine von deinen Lieblingshelferinnen. Und ja, das ist einfach toll, wenn man das so sieht, in sein Leben, dass man jeden Tag etwas Neues kreieren kann und nicht nur an seinem Herzensbusiness, sondern eben auch, dass man selbst der Schöpfer ist von seiner Wirklichkeit und das ist ein tolles Gefühl, weil alles geht von einem selbst aus und wenn man und es steckt dann auch an, wenn man positive Energie ist und das ist ein ganz tolles Gefühl. Danke dir. Man kommt von der Ohnmacht in die Macht und wird sich wirklich seiner wahren Größe und Stärke bewusst, dass alles, was man sich denken kann, erträumen kann, dass wirklich alles möglich ist und zur Realität werden kann. Ne? Sehr schön, lieber Martin. Danke dir. So, jetzt schaue ich mal. Ich aktualisiere mal hier das Fenster. Und dann schauen wir mal, ob ihr Lieben, ob ihr noch Fragen habt. Hilge schreibt noch, Bali ist fantastisch. Liebe Monika. Ja, die Monika, die ist ja auch das nächste Mal auf Bali mit dabei. Hört sich alles fantastisch an. Die Christine ist mit dabei. Der Thorsten ist mit dabei. Ich gucke jetzt mal noch, ob ich an Kommentare rankomme. Ob mir das hier gelingt. Ich sehe zwar, das sind mehrere Kommentare, als die ich jetzt sehe, aber komme ich jetzt irgendwie nicht dran. Okay. Gut, dann gehen wir im Nachhinein noch drauf ein. Also wenn ich im Nachhinein noch Kommentare finde, wenn ihr noch Fragen habt, dann sehr, sehr gerne noch reinschreiben. Wir schauen im Nachhinein drauf, beantworten die auch gerne. Und wenn du jetzt denkst, was der Martin hier hingekriegt hat, das kriege ich auch hin, weil du auch in der Situation bist, wo ja, du so dem Burnout nahe bist oder in der Depression oder dich ohnmächtig auch ausgefühlt.
ausgeliefert fühlst in deinem Leben. Wie das bei mir früher ja auch alles war. Ich weiß nur zu gut, wie es Martin da auch ging. Und so ging es mir ja vor vielen, vielen Jahren auch so. Dann lade ich dich ein. Es postet jetzt jemand aus meinem Team einen Link hier noch rein. Wir haben einige Termine diese Woche hier nochmal freigeschaltet für eine kostenfreie Durchbruchsession. Das läuft so ab, dass erst jemand aus meinem Team mal mit dir spricht und mal genau hinschaut, wo so deine Knackpunkte sind und auch mal genau herausfindet, was wir für dich tun können. Und wenn dann wirklich absolut klar ist, dass ich dir helfen kann, dann sprechen wir beide auch face-to-face im vertraulichen Gespräch miteinander und schauen dann ganz genau, welche Schritte wir gemeinsam gehen können, damit auch du dann unerschütterlichen Glauben an dich entwickelst und genauso wie Martin einfach dein Herzensbusiness entwickelst, deinen Seelenplan entdeckst und in dein ideales Leben ganz nach deinem Herzen einfach auch durchstarten kannst. Ja, ihr Lieben, wir schicken euch, ich aus dem Saarland, Martin aus Paris, ne? Ja. Ganz, ganz liebe Umarmung. Danke für dein Dabeisein und hab wirklich Mut. Such dir einen Termin aus und komm zu uns in eine kostenfreie Durchbruchsession. Du siehst an Martin, was sich da alles Positives in deinem Leben verändert. In diesem Sinne, alles Liebe. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Und au revoir. Au revoir. A bientôt. Ein bisschen Französisch kann ich doch auch noch. Ciao. Ciao.